weiter schlafen. Psst. Ach, Mist! Komm schon, Wasser, stell dich nicht so an. Na gut, was wäre, wenn... Autsch! Blöde Schriftrolle! Okay, Katara, jetzt versuch schön, dein Gewicht zu verlagern. Oh. Ich beschütze dich vor den Piraten. Sag mir, wo er ist, und ich werde dir und deinem Bruder nichts tun. Ihr alle könnt mich mal! Versuch doch zu verstehen. Ich brauche ihn, um wiederzubekommen, was ich verloren habe. Meine Ehre. Du würdest dafür was kriegen, was du verloren hast. Die Kette meiner Mutter. Wo hast du sie her? Ich hab sie nicht gestohlen, wenn du das gemeint hast. Sag mir, wo er steckt. Nein. Was soll denn die Nummer mit der Kette? Ich will nur die Schriftrolle. Ich frage mich, wie viel sie wert ist. Nein. Eine Menge offensichtlich. Wenn ihr mir helft, den Jungen zu finden, kriegt ihr sie wieder und alle gehen glücklich nach Hause. Sucht in den Wäldern und dann sammelt euch wieder hier. Okay. Wo ist sie hin? Ich fass es nicht. Boah, was ist los? Sie hat die Rolle mitgenommen. Sie ist ganz besessen von dem Ding. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie uns in große... Ich hab ihn, weg hier! Ach was, und ich bin wohl nichts wert, hä? Gute Arbeit. Aang, das ist alles meine Schuld. Nein, Katara, ist es nicht. Doch, irgendwie schon. Gebt mir den Jungen. Nein, gebt mir erst die Schriftrolle. Du willst wirklich den Avatar für so ein saublödes Stück Pergament übergeben? Hört nicht auf ihn. Er will uns nur gegeneinander aufwiegeln. Was, dein Freund ist der Avatar? Sicher doch. Und ich wette, er bringt noch viel mehr auf dem Schwarzmarkt als diese alberne Schriftrolle. Halt den Mund, du Wasserstammratte. Ja, Sokka, du solltest wirklich den Mund halten. Ich sag doch nur, nicht gerade geschäftstüchtig. Stellt euch doch mal vor, was der Feuerlord für den Avatar zahlen würde. Ihr hättet für den Rest des Lebens ausgesorgt. Behaltet die Schriftrolle. Wir können 100 kaufen von der Belohnung, die wir für den Jungen kriegen. Ihr werdet es bereuen, einen Deal mit mir zu brechen. Ja. Ich schulde dir einen Zentner Äpfel. Ja.